Was haben wir hier? Ein Life-Gem. Das sind schon mal 300 gesparte Seelen. Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Throwing Knife ist okay. So, hier drin. Hier ist gleich die Kröte. Hallo. So, jetzt laufe ich mal zurück. Guck, ob hier schon irgendwo irgendwas im Rücken fällt. Ja. Wo kommst du her und dein Kollege? So. So. Gib ihm. Okay. Jetzt das Problem mit der Kröte. Wenn wir sie gleich angreifen, kann sie weiter spucken, als wenn wir sie nicht angreifen würden. Das heißt, ich gucke erstmal, was die Kröte beschützt. Nämlich die Tür hier. Das ist interessant, okay. Und dann versuchen wir sie gleich anzuhauen. Zwischendurch. Feuerschwert. Oh, das klingt schick. Equipment. Was brauchst du? 10 Stärke, 9 Dürr. Ja, wir sind nicht stark genug, okay. Was haben wir noch so an Waffen, die näher dran sind an dem, was wir können? Foot Soldier Sword. Nix. Nix ist an dem dran, was wir können. Es braucht alles mehr. So, gib mir ein schweres Geschoss. Oh, das Barrage-Ding, das klingt gut. So, Spock. Spock, sag ich. Oh. Okay. Der ist zu weit weg. Ja, sehr gut. Spock. 1, 2, 3. Roll. Das geht gut. Den kriegen wir auf jeden Fall klein. Frage ist nur, was bringt uns das? Also, ob das wirklich Sinn macht, von hier den... Au. Ja. Den von hier zu töten. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, einfach von der Stelle, wo man runterspringen kann. So, target die Kröte. Einmal zaubern, wieder weg. Das ist schon mein stärkster Spruch, ne? Ja, ist es. 2, 3. Ding. Ich schätze mal noch so dreimal, also die letzten Zauber, die wir hier haben. Der wäre dann schon kleinen Kram. Und völlig daneben geschossen. Juhu. Na komm, Spuck. Spuck, 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 Spuck. Und warum verlieren wir dich aus der Kamera? Das ist nicht schön. 2, 3. Schön in der Kamera bleiben. Das war ein guter Treffer. Oh. Ja, das war auch ein guter Treffer von dir. Und weg. Ah, das gab gut sehen. I did it. Ich musste gerade an Dora the Explorer denken. We did it. Aber ich komme hier wohl nicht durch. Na komm, lauf einmal ordentlich und spring. Nee, okay. Aber wir haben eine Kröte erledigt. Eventuell macht es ja den Angriff von der anderen Seite dann einfacher. Also, ich hoffe es einfach mal. Sonst war das gerade für die Katz. Also, ja, es gab Seelen, aber... Oh, warte mal, ich glaube... Ja, doch, da hinten. Also, es gab Seelen, das ist schon richtig. Aber ich glaube, in der Zeit hätten wir andernorts mehr Seelen machen können. Und das wäre auch ein bisschen interessanter gewesen. So, wir müssen jetzt... hier durch. Dich töten. Dann die Füße töten. Achso. Dich töten. Dann die Füße töten. Flop. So, hier kommt gleich noch einer und
Das Leuchtfeuer ist verlockend nah dran. Problem allerdings, wenn wir das Leuchtfeuer jetzt benutzen, ist die Kröte wieder da. Und das wollten wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir jetzt haben, versuchen, die andere Kröte zu erledigen. Das könnte interessant werden. Also jetzt anlegen. Dich ablegen und dafür den Ring anlegen. Und wir haben so ein schickes Katzensymbol jetzt unter unserer Lebenspunktanzeige. Das reduziert wohl den Fallschaden. Und da ist die Kröte. So, wo am besten runter? Direkt vor der Kröte ist, glaube ich, keine so super Idee. Du musst weg. Du musst weg. Hier, wenn das Feuer nicht wäre. Naja, es ist immer noch ziemlich hoch. Ich glaube, die andere Seite ist flacher. Ich gucke einfach mal. Es geht schon mal. Und irgendwas ist gerade stinkig geworden. Wow, okay. Trink die Flasche. Ich sehe das Ding nicht. Oh. Das ist gar kein Berg. Das ist die Kröte. Ah. Ja, gut. Es ist schon mal nicht schön hier unten. Unübersichtlich wie die ganzen Flammen und doch recht tödlich. Aber die Stelle ist gut. Da können wir gut runterspringen. Das heißt, wir gehen gleich hier rum. Haben jetzt allerdings eventuell da unten zwei Kröten. Da ist die eine. Die andere sehe ich gar nicht. So. Weg mit dir. Andere Seite runterspringen. Hier. Na. Juhu. Wir können jetzt die andere Kröte wieder töten. Ah. Hoch. Okay. Nächstes Mal beim Runterspringen darauf achten, dass wir auch da landen, wo wir landen wollen. Hallo Jungs. Ja, an Gegnern vorbeilaufen. Dark Souls kann echt gemein sein. Damit wären die 2300 Seelen futsch, die wir von der einen Kröte ergaunert haben. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, jetzt die Kröten zu machen. Das sage ich nicht, weil ich gerade doch extrem viel Pech habe. Doch, genau deswegen sage ich es eigentlich. Okay, ich ignoriere euch, Ich springe hier runter auf den Müllhaufen. So, ich gehe hinter die Säule. Ich trinke meinen Trank. So, da ist die Kröte. Warte mal. Naja. Ausweichen ist, geht so. Ich guck mal, ob ich dran laufe, vielleicht ausweichen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist hier. Hallo? Hallo? Oh, Barrage im Nahkampf. Komm, gib ihm. Jo. Sie schiebt mich weg. Nochmal. Boah, sind die zäh, die Viecher. Also ich glaube, ich gehöre hier noch nicht hin. Definitiv nicht. Aha, wenn das einmal schief läuft, dann... Ja, die sind gut, die sind gut. Lauf! Nicht davor steht Blöcken. Stamina das alle. Einmal noch den spucken lassen oder machen wir ihn kaputt? Spuck, spuck, spuck. Tot. Tot. Ja. So, und da ist Loot. Vorsichtig.
Große Seele, ja. Hä? Hawkring. Warum haben wir jetzt nur 990 Seelen? Die andere Kröte hat wesentlich mehr gegeben, oder habe ich mir das eingebildet? Du, was macht der Hawkring? Erhöht die Reichweite von Pfeilen. War für uns nicht ganz so interessant, denke ich. War es eine Kiste? Da hinten ist eine Kröte. Das könnte die Kröte sein, die wir von der anderen Seite gekillt haben. Aber erstmal Blut und so. Bitte sei was Tolles drin für Magier. Bitte sei was Tolles drin für Magier. Flame-Quarzring. Plus eins. Da. Feuer-Defense. Das klingt doch sehr gut. Equipment, zieh bitte an. Flammenquarzring statt Fallschadenreduzierung. So, und du Kröte da hinten. Sniper-Modus aktivieren und gib ihm. Die dreht sich nicht mal um. Es scheint definitiv die Kröte zu sein, die nur den Gang lang starrt. Macht den Tag nichts anderes und die bewegt sich auch nicht mehr weg. Zauber alle. Zauber alle. Hier, 10 davon noch. Das heißt, hier ist gar nichts anderes mehr. Es sind nur zwei Kröten. Und eine Kiste. Mit einem schönen Ring, definitiv. Aber hat er mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Du. Weg. Hier geht's runter zum Riesen. Vision of Open Area. Ja, dahinter ist ein offenes... Oder kommt man nicht hin, denke ich. So, und hier ist jetzt... Oh. Hier ist nicht das Ding, was wir von der anderen Seite gesehen haben. Okay, ich habe nichts gesagt. Also hier geht's doch anderweitig weiter. Sehr schön. Oh. Da ist noch Loot. Bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen. Fire Drake Stone. Was machst denn du? Also bestimmt irgendwas mit Feuer. Das ist naheliegend, aber... Ist kein Verbrauchsgegenstand? Okay. Was bist du dann? Kein Zauber? Ah, hier. Fire Drake Stone. Veredelt Ausrüstung mit Feuer. Magier von der Melfian Magieakademie haben einst versucht, Titaniten verschiedene Elementen zu veredeln. Aber es wurde gesagt, dass sie versagt hätten. Irgendjemand muss jedoch Glück gehabt haben. Was sonst würde diesen Stein erklären? Wobei das für uns, glaube ich, auch nicht so interessant ist. Ich weiß nicht, ob man Stäbe verzaubern kann mit Elementen. Hier kommt bestimmt gleich noch mehr Kröten, ne? Da hinten ist schon mal Loot. Da ist eine Echse. Ich habe nur die kleinen Pfeile und zwei hiervon. Setzt mal hier ein Zeichen und wird hoffentlich beschworen. Wahrscheinlich eher nicht. Und die bewegt sich auch noch. Lalalalala. Kamera, hilf mir, Kamera. Okay. Ist weg. Safe Zone. Versuche Ranged Battle. Ich kann nicht mehr. Also wir sollen ihn ansnipern und wenn er zu nah rankommt, dann fliehen. Zunge. Dann fliehen wir hier hin. Dann snipern wir wieder. Nee. Nicht so wirklich nett, aber ich will wissen, was hier noch so... Zunge? Was hier noch so ist. Ah. Kannst du auch... Oh. Kommst du zu uns ran? Nein. Sehr schön. Komm her. Ach du Kacke. Safe Zone my ass, genau. Genau.
kommt, bevor er irgendwas anderes macht. Tot. Kann ich meine Bewertung von der einen Nachricht hier wegnehmen? Cracked Red Eye Orb. Da hinten kommt die nächste Kröte. Ich habe noch 13 von den Bolzen. Und die gehen alle daneben. Oh, es steht gleich still. Jetzt zaubern. Zaubern, 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 zaubern. 4 Bolzen, 3 Bolzen. Das wird nichts.